Das Ziel der Radarfernerkundung ist ja letzten Endes, Informationen über die Erdoberfläche zu gewinnen oder die Oberfläche anderer Planeten. Und wir haben hier die Möglichkeit, dies zu tun, weil unsere Radardaten sensitiv für Oberflächenparameter sind. Und das ist im Gegensatz zu optischen Daten, wo es eher die chemischen Eigenschaften sind, die uns die Reflexion mehr oder weniger bestimmen, sind das in der Radarfernerkundung geometrische und dielektrische Eigenschaften, also die Geometrie von Objekten, als auch elektrische Leitfähigkeit, die bestimmen, wie die Radarrücksteuerung generiert wird und zu welchem Umfang letzten Endes, wie stark die Radarrücksteuerung ist. Wenn wir über geometrische Eigenschaften sprechen, dann hat es hier den Vorteil, dass wir in einer Skala reden, die wir als Menschen gut verstehen können, weil die Geometrien, um die es hier geht, sind auch die Geometrien, die für uns im täglichen Leben eine Rolle spielen. Also alles irgendwo zeigbare Geometrien im Zentimeterbereich, im Dezimeterbereich bis zum Meterbereich. Überall dort ist es auch entscheidend, mit welchen Objekten, mit welchen geometrischen Eigenschaften ein Radarsystem interagiert. Ja, also wenn wir von Geometrie sprechen, sprechen wir von letzten Endes der Form, von der Orientierung oder auch von der Größe von geometrischen Objekten. Beispielsweise betrachten wir uns einen Baum, ist es entscheidend, ja, dass ich an dem Baum Blätter habe, und zwar welche Form diese Blätter haben. Ja, in der optischen Fernerkundung spielt eher die Farbe die Rolle, beziehungsweise im Fall der Blätter der Anteil von Chlorophyll, die photosynthetische Aktivität. Bei uns in der Radarfernerkundung spielt jetzt die Rolle, welche Form hat das Blatt? Ist es eine Nadel? Ist es ein Laubblatt? Wie groß ist das Blatt? Und letzten Endes auch, wie ist es ausgerichtet? Unterschiedliche Bäume haben da unterschiedliche Eigenschaften, wie sie ihre Blätter anordnen. Und auf solche Eigenschaften können wir in der Radarfernerkundung stellenweise zumindest eingehen. Generell ist es so, dass kleine Objekte besser mit kürzeren Wellenlängen detektiert werden, größere Objekte eher interagieren mit größeren Wellenlängen. Und als Daumenregel kann man sogar sagen, dass die Interaktion zwischen Objekt und Wellenlänge immer dann am besten stattfindet, wenn beides ungefähr am selben Größenbereich liegt. Ja, also die Blätter an Bäumen 2-3 cm mit der Wellenlänge X-Band 2-3 cm, die größeren Objekte an einem Baum, die größeren, dickeren Zweige oder Äste interagieren eher mit dem L-Band und das P-Band letzten Endes mit den richtig starken Ästen und dem Baumstamm.